Trippel mal wieder da, der Keeper des FCH nimmt den Ball locker auf und lässt sich jetzt sogar gar nicht mal so viel Zeit, sondern geht ihn relativ schnell nach vorne. Schlagen sie in hohem Bogen einfach nur raus, die Augsburger. Die Zeit läuft für den FCH, anderthalb Minuten hier noch zu gehen. Wie lange noch in Freiburg der... Macht hat auf die linke Seite zum Witze. Der war die erste Halbzeit schon. Hamburg ist die Hafen City. Dort waren wir vergangene Woche mit. Überraschenderweise sehr wenig Touristen gehen dann den gewundenen Steg des Traditionsschiffs. Schließen. 1:3 der Rückstand aus ihrer Sicht, aber dann verlieren sie den Ball im Offensivrang und das ist die Kontermöglichkeit für Dortmund. Petersen, Ausgleich Ibisevic, der trifft dann auch mal für den SC Freiburg das eigene Tor. Letztendlich verdient, Hertha ist geschlagen. Sabine, dein Alleingang. Das Spiel ist aus. Borussia Dortmund gewinnt nach Groß gegen den VfB Stuttgart mit 3:1. Die Dortmunder liegen sich in den Armen. Es schüttet wieder wie aus Eimern. Es war ein Auf und Ab, es war ein packendes Fußball-Bundesliga-Nachmittag. Es bleibt beim Fernduell Bayern gegen Dortmund. Punkt am 25. Spieltag. Nur die Tore sind maßgeblich. Und das war sie, die Bundesliga-Fachrennen. Und das sind die Ergebnisse nochmal in der Übersicht. Borussia Dortmund gewinnt gegen den VfB Stuttgart mit 3:1. Die Bayern schenken dem VfL Wolfsburg ein halbes Dutzend ein, gewinnen mit 6:0. RB Leipzig und FC Augsburg treffen.